trust me, son. Guten Abend. Ich bin der Niklas und ich spiele jetzt ein Lied. Überraschung. Das ist ein bisschen ruhiger. Wir werden die Welt regieren. Wir werden letzten Endes triumphieren. Nicht mit Gewalt, nicht durch Aktion, sondern nur mit gutem Ton. Die elegante Variante proklamieren. Und ihr solltet es auch probieren. Ihr habt doch gar nichts zu verlieren. Auf, fasst euch ans Herz und bekämpft euren Schmerz. So weit, so komm Zeit, komm Mut, komm Draht, komm komm Besserung. Wir protestieren gegen das Akzeptieren eurer brutalen Maßnahmen, die uns jeden Spaß nahmen. Es ist alles so leicht, wenn man sich die Hand reicht. Und es ist alles so gut, wenn man was gemeinsam tut, dann ist nicht mal die Chefetage gefeit vor einer Blamage. Also auf, dann gehen wir vereint, dann gibt es gar keinen Feind. Das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, doch ich habe einen Harmoniefetisch. Das klingt vielleicht ein wenig pathetisch, doch ich habe einen Harmoniefetisch. Die elegante Variante ist der Königsweg. Alle anderen Varianten verfehlen ihren Zweck. Denn schreibt ihr es an jede Wand, dann wird es niemand sehen. Und schreibt ihr es durchs ganze Land, wird euch niemand verstehen. Schreibt ihr es an jede Wand, dann wird es niemand sehen. Und schreit ihr es durchs ganze Land, wird euch niemand verstehen. So weit, so gut, kommt Zeit, kommt Mut, kommt Rat, kommt Besserung. Ihr wollt Besserung, hab ich nicht recht. Ihr wollt Besserung, es geht euch furchtbar schlecht. Ihr wollt Besserung in allen Lebenslagen. Ich seh's euch an, ich brauch euch gar nicht zu fragen. Es klingt vielleicht überzogen pathetisch, doch ich habe einen Harmoniefetisch. Es klingt jetzt übertrieben pathetisch, doch ich habe einen Harmoniefetisch. Eleganz zur Harmonie, warum klappt das nur so gut wie nie? Zur Harmonie mit Eleganz, es könnte klappen, wenn sich jeder sagt, yes, ich kann's. Wir werden die Welt regieren. Wir werden letzten Endes triumphieren, nicht mit Gewalt, nicht durch Aktion,
sondern nur mit gutem Ton die elegante Variante proklamieren. Dankeschön. Niklas Kienert!